meine lieben Simpsons-Fans. Es ist nun an der Zeit für ein paar Worte über einen wunderbaren Synchronsprecher. Norbert Castell war am 26. November 2015 im Alter von 86 Jahren von uns gegangen. Er war für uns bestens als die Stimme von Homer Simpson bekannt, doch seine Karriere bei Film und Fernsehen war noch deutlich facettenreicher. Es begann damit, dass der am 14. Oktober 1929 in Buenos Aires geborene Sohn eines deutschen Journalisten später im Alter von 9 Jahren mit seiner Familie zurück nach München zog. Dort besuchte er das Wittelsbacher Gymnasium, ging aber vor seinem Abitur ab, um auf die Schauspielschule von Ruth von Zerboni zu gehen. 1950 erhielt er sein erstes Bühnenengagement in Tübingen und nur 6 Jahre später wurde München seine künstlerische Heimat. Er spielte an Volkstheater in Sonnenhof und im Bayerischen Staatsschauspiel sowie an der Kleinen Komödie. Seit den 1960er Jahren arbeitete er auch als Schauspieler für Film und Fernsehen, wie beispielsweise in 3 Folgen der Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion. Währenddessen kamen bereits erste Verträge als Synchronsprecher hinzu, die sich dann auch quer durch TV-Serien, Animes und Filmen vermehrten. Unter anderem kleine Nebenrollen wie Stans Großvater aus South Park, Statisten und auch tragende Rollen wie die deutsche Stimme von John LaMotta als Nachbar Trevor Ogmanek in der Serie ALF. Seit 1991 kam dann wohl sein größter Erfolg zustande, die Zusage für seine Sprechrolle der Figur Homer Simpson. Im Jahre 2009 erhielt er dafür den Synchronzuhörerpreis Die Silhouette in der Kategorie Bester Synchronsprecher in Serien. Was ist nur mit uns geschehen, Marsch? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Was ist nur mit uns geschehen, Marsch, nicht? Ja. Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht ge... Oh. Oh, und viel schneller. Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Immer noch ein bisschen schneller, ne? Noch schneller. Wow. Was ist nur mit uns geschehen? Was ist nur mit uns geschehen, Marge? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Ja. Wunderbar. Ah, wunderbar jetzt. Ich fang wieder mal mit Essler. Weg 9. Genau, die 19. Hatte ich da Text drauf? Nein. Nur Mannflaute. Rapp, rapp, rapp. Da ich sehr viel Wert auf Synchronisation in der deutschen Umsetzung von Filmen, Fernsehen und Videospielen lege, hat dieser Verlust für mich eine ganz besondere Bedeutung. Norbert Castell hatte eine wirklich wunderbare Stimme mit vielseitigen Facetten. Zudem ist es für mich nun ein Grund mehr, warum ich neue Folgen der Simpsons nicht mehr sehen werde. Denn der Tod der Schauspielerin Elisabeth Volkmann im Juli 2006, also der deutschen Stimme von Marge Simpson, sowie deren Schwestern Patty und Selma, war bereits ein großer Verlust im Cast. Und im Laufe der fast 30 Jahre, die die Serie bereits läuft, gab es bereits zu viele weitere Verluste, wie Fred Klaus im Jahre 2005, der Rektor Seymour Skinner gesprochen hat, oder Reinhard Brock, der seine charismatische Stimme bis zum Dezember 2013 Mr. Burns vermachte. Da ich also auch Angst davor habe, dass man erneut den bisher bekannten und geliebten Charme der Figur mit einem Ersatz untergräbt, werde ich zu Ehren der damaligen Sprecher von nun an nur noch die Wiederholung einsehen und diese auch in Erinnerung behalten. Denn auch wenn die künftigen Sprecher ihr Bestes geben, können sie die altbekannten Stimmen, wie auch von Norbert Castell, kaum ersetzen.
Du bist der Einzige von uns, der hier laut herumjammert. So. Super, Norbert. Okay, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Ich möchte mich im Namen meiner Gruppe bedanken und hoffe, dass wir das Vorsingen gewonnen haben. Ja! Das verstehe ich jetzt nicht.